Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich schnapp mir jetzt mal die drei hier. Ich habe hier nämlich eigentlich noch zwei Fronten. Nur die eine lässt sich relativ einfach ausschalten. Ein Schädelschild. Ich nehme die da hinten schon wieder mit, allerdings. Es sei denn, ich finde bis dahin noch ein paar nette Items. Waldtrolle, ich hasse sie noch mehr als die verfluchten Schreckenslots. Metzelt sie alle. Ihr werdet uns nie alle bekommen, Hexe. Häuptling Sulrock wird euch jagen und uns rächen. Er soll es getrost versuchen, Primitivling. Zeigt mir ein Ziel. Diese dunklen Pfeile sind schon toll. Kann man jederzeit eine kleine Armee aufbauen. So, jetzt ist der Turm weg, jetzt können wir uns um die Monstrosität da mal kümmern. Ich wollte jetzt eigentlich nur mit Sylvanas da weg, aber... Okay, die überwältigen mich gerade, ich brauche ein paar Banshees. Immer schön einen auf dem anderen weghauen, dann kriegen mich mehr Skelette und dann fallen die anderen schneller um. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr hier am Start. Dem wird auch noch ein schönes Skelett. Ich bin ganz gut. Zeigt mir ein Ziel. Verstärkt den Angriff. Ich bin ganz gut. Niemand darf überleben. So, hauen wir erst die Monstrosität da weg. Ich weiß, die hält am meisten aus davon, aber die teilt auch am meisten Schaden aus. So, dann erledigen wir mal die Kleinen, dann kriegen wir mehr Skelette. Okay, die können wir noch so abwehren. Totenbeschwörer brauche ich jetzt eh nicht so unbedingt. Guck, was ist denn hier passiert? Oh, da. Hab mich schon gefragt, wo die ganzen Einheiten hin sind. Ich forsche hier mal ein bisschen weiter, weil mit stärkeren Monstrositäten wird das Ganze auch ein bisschen einfacher. Vor allem bräuchte ich, glaube ich, langsam auch mal einen besseren schwarzen Pfeil. Und vor allem auch ein bisschen Mana.
Okay, da schließe ich jetzt mal ohne Pfeil drauf und mache es ganz am Schluss wieder. Und ich muss jetzt gerade ein bisschen Mana sparen. Machen wir das mal so. Dann hauen wir das Ding hier auch mal kaputt. Und anschließend noch das Schlachthaus. Dann kommen da auch keine Monstrositäten mehr raus. Und das nächste, was kaputt gehen muss, ist die schwarze Zitadelle da hinten. Wir haben, glaube ich, auch eine schwarze Zitadelle, ja. Müssen wir ja, sonst können wir mit den Banshees gar keine Besessenheit machen. So, ich werde allerdings, während die hier draufhauen, werde ich mit Sylvanas hier noch ein bisschen für ein bisschen Verstärkung sorgen. Beziehungsweise auch für etwas ablenken. Können wir aus den ganzen Akolyten auch noch Skelettdiener machen. Damit wäre dieses Lager hier eigentlich schon erledigt. Leichen exhumieren werde ich für dieses Level, glaube ich, nicht mal wirklich brauchen. Machen wir mal Banshees auf Dauerschleife. Das einzige Gebäude, das hier eigentlich nur wirklich weg muss, ist der Tempel der Verdammten hier. Oh Mann, das kann jetzt wieder ein bisschen dauern hier. So, jetzt sind alle lebenswichtigen Gebäude da hinten weg. Es ist doch nicht mehr geschafft, die ganzen Diener. Unsere Streitmacht des Schreckenslords ist hier. Ihr habt mich unterschätzt, Schreckenslord. Jetzt werdet ihr dafür büßen. Na, dann hauen wir den Schreckenslord mal kaputt. So, die Monstrositäten da hinten sind fertig. Dann... Ach ja, ich wollte die Landminen da unten nochmal mitnehmen. Oder wo waren die? Hier habe ich den gelegt. Sylvanas kann hier nebenbei bis Level 6 steigen. So, dann nehme ich jetzt mal die Sylvanas und 5 Banshees und gehe ein bisschen schauen, was hier noch alles gibt. Ups.
Ja, das ist doch mal was. Goldmünzen. Oh, und eine Glyphe der Befestigung, das ist sehr gut. Diese rattigen Gnolle könnten unsere Truppe verstärken. Ihr Rudelführer muss hier irgendwo herumschleichen. Zurück, tote Kreatur. Ja, das ist ihr. Das ist ihr Anführer. Der kann Verjüngung, das ist sehr schön. So, da kommen jetzt übrigens schon die großen dunklen Diener. Halt ein bisschen mehr aus. Die haben jetzt übrigens auch eine Goldmine. Was aber dem Typen wirklich gut ist, dass er eine Dornenaura hat. Nur eine schwache, aber er hat eine. Käfig da was? Oh, ein Buch der Gesundheit. Das sage ich nicht nein. Nein, nein, die sind wirklich Meister im Blocken. Allerdings nur, wenn es darum geht, eigene Einheiten zu blocken. Wir könnten jetzt theoretisch 3 Goldminen in Besitz nehmen, allerdings sehe ich momentan noch keinen Grund darin, das zu tun. Es ist soweit. Hier müssen wir übrigens, wenn wir den hier übernehmen, dann gehören die ganzen Oger, die hier rumschwirren, alle uns. Ich bin hier. Und das ist einer meiner nächsten Pläne. Fertig. Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen. Da werden hier allerdings noch ein paar Banshees brauchen. Drei Banshees haben wir noch in der Base, das reicht, oder? 4? Ja, 4. Zeigt mir ein Ziel. Natürlich. Ah ja, hier gibt's auch was Tolles. Ah, schade. Wobei, ich glaube, das war nicht mal ihr Anführer. Streitkräfte werden angegriffen. So, jetzt haben wir sehr viele Monstrositäten hier. Dann wagen wir uns mal darauf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Mal schauen, ob wir es schaffen, dass wir da eine Banshee durchschleusen können. Schwächlinge. Das glaube ich nicht. Gut. Ja, sehr schön.